Erde, Erde, säckeweise Erde. Das Angebot ist riesig. Pflanzerde, Blumenerde, Rhododendronerde, Bioerde. Mit oder ohne Torf. Welche ist die richtige? Was braucht man wirklich? Das zeigt uns einer der Gartenexperten im Südwesten. Volker Kugel ist Leiter des blühenden Barock Ludwigsburg, der ältesten Gartenschau Deutschlands rund um das Ludwigsburger Schloss. Wir haben in der Erde ganz wichtige Bestandteile. Wir haben nämlich Humusbestandteile. Und wenn dieser Humus sich durch Mikroorganismen zersetzt, dann werden Nährstoffe frei. Und von diesen Nährstoffen profitieren die Pflanzen. Ich brauche im Prinzip drei Erden, die reichen mir. Nummer 1, sogenannte Universalerde. Sie ist sehr vielseitig einsetzbar, sowohl für Beerenobststräucher im Garten als auch für Kübelpflanzen, wie den Gummibaum und für den Gemüseanbau. Wichtig, der richtige pH-Wert. Er gibt an, wie sauer die Erde ist und steht auf der Packung. Eine nicht zu saure, fast pH-neutrale Erde mit einem Wert von ca. 6,7 ist für die Nährstoffaufnahme bei vielen Pflanzen richtig. Wichtig ist, dass die Erde gut Wasser aufnehmen kann. Viele Gartenfreunde greifen deshalb zu torfhaltiger Erde. Aber gute und umweltschonende Universalerde gibt's auch torffrei. Sie besteht dann meist aus Kompost, Rindenhumus und Holzfasern. Das Gießen bei den torffreien Erden ist im Garten kein großes Problem. Ich werde ziemlich schnell merken, habe ich ein gutes Produkt gekauft, torffrei. Ist es auch so, wenn das Ganze ausgetrocknet ist, mal ein bisschen oberflächlich, dann nimmt diese Erde, wenn sie gut ist und torffrei, das Wasser sehr schnell wieder an. Die zweite wichtige Erde, Blumenerde für Zimmer, Balkon und Kübelpflanzen. Zum Beispiel für Stiefmütterchen und Narzissen. Blumenerde sollte leicht sauer sein, mit einem pH-Wert von etwa 5,6. Diese Erde hat oft einen hohen Torfanteil. Aber auch bei Blumenerde gibt es inzwischen gute Alternativen ohne Torf. Jetzt sind die Produkte, diese torffreien Produkte, immer besser geworden. Das heißt, die kommen immer näher in ihren Eigenschaften, immer näher an den reinen Torf ran. Und das ist ja das, was wir wollen. Es muss nicht 100% sein, da reichen auch 80-90%, um immer noch gut gärtnern zu können. Aber warum sollten Hobbygärtner eigentlich auf Torf verzichten? Torf ist eine spezielle Art von Erde, die in Mooren entsteht. Es sind unvollständig zersetzte Pflanzenreste. Doch um Torf zu gewinnen, werden Moore trockengelegt. Das ist schlecht für Umwelt und Klima. Denn im Moor leben viele, zum Teil seltene Tiere und Pflanzen. Denen wird durch das Trockenlegen der Lebensraum genommen. Und obwohl Moore nur 3% der Erdoberfläche bedecken, speichern sie rund 30% des erdgebundenen Kohlenstoffs und damit doppelt so viel wie alle Bäume auf der Welt. Zusätzlich wird beim Torfabbau klimaschädliches CO2 wieder freigesetzt. Laut NABU sind trockengelegte Moore für 5% der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Torffreie Gartenerde ist per se nicht teurer. Wichtig, immer auf die Aufschrift torffrei oder ohne Torf achten. Denn selbst Bioerde sagt nichts über den Torfgehalt aus. Anders als bei Lebensmitteln gibt es für Bio hier wenig Vorgaben. Bioerde kann auch viel Torf enthalten, manchmal sogar 80%, wie diese Erde. Auf Nachfrage teilt uns der Hersteller Floragard mit, man halte sich an die EU-Verordnung. Und die Erde dürfte theoretisch sogar 100% Torf enthalten. Das ist schon ein bisschen dreist auch, finde ich. Und wenn da 80% Torf drin ist, dann kann das kein Bio sein, weil Torf ist ein Frevel an der Natur und das kann ich nicht Bio nennen. Ausrufezeichen. Zurück in den Garten und zur dritten wichtigen Erde. Für Obstbäume und Sträucher wie den Spindelstrauch nimmt man sogenannte Pflanzerde. Einen Bodenverbesserer, um das Anwachsen zu erleichtern. Auch hier am besten torffreie Pflanzerde nehmen. Sie besteht zum Großteil aus Kompost, gemischt mit Holz oder Kokosfaser, manchmal Lava oder auch Guano. Das ist Vogelkot und der wird unter schwersten, schwierigsten Arbeitsbedingungen dort abgehackt mit Hacken und wird um die halbe Welt gefahren, muss erst noch keimfrei erhitzt werden,
Also Guano ist aus meiner Sicht kein so tolles Produkt, was da unbedingt in so eine Erde reingehört. Besser findet Volker Kugel Lava. Sie wird der Erde zerkleinert zugesetzt und speichert sehr gut Wasser. Übrigens, fest vorgeschriebenen Zusammensetzungen der unterschiedlichen Erden gibt es nicht. Jeder Hersteller entscheidet selbst über seine Mischung. Generell wichtig beim Einkauf, die Packung sollte unbeschädigt sein, damit die Erde vor Regen und Nässe geschützt ist, so wie es auf der Verpackung steht. Doch in mehreren Baumärkten finden wir beschädigte Plastiksäcke, die draußen lagern. Es ist für 2 Wochen kein Problem, aber mit der Zeit haben wir eindeutig das Problem, dass wir da drin Staunässe kriegen. Wir kriegen anaerobe Fäulnis und das ist extrem schlecht. Hornbach teilt uns dazu mit, dass die Erden derzeit schnell abverkauft und verarbeitet werden. Ähnlich äußert sich Bauhaus. Obi antwortet uns nicht. Und was taugt günstige Discounter-Erde? Wir haben bei Aldi Blumenerde gekauft für 12 Cent pro Liter. Etwa halb so teuer wie Markenerde. Riecht sie weder faulig noch muffig und wie ist die Konsistenz? Ja, das ist sehr strukturstabil, qualitativ ein sehr gutes Material. Ich krieg's nicht so eng zusammen und wenn ich's gemacht habe, auch das lässt sich wieder ordentlich auseinandernehmen. Also das ist gut, aber für mich einziger Nachteil, es ist halt extrem viel Torf drin. Die Lidl-Erde ist torffrei und mit 10 Cent pro Liter sogar noch günstiger. Und die Qualität? Diesen Test besteht sie, also sie lässt sich auch wieder gut auseinander machen, also sie backt nicht fest. Aber was halt auffällt ist, es sind sehr viele, sehr grobe Teile drin. Hier sehen wir halt noch ein halbes Haus. Ja? Das war ein Holzbalken mal. Ja, ist schon nicht so optimal. Lidl teilt uns mit, dass durch den Einsatz von natürlichen Torfersatzstoffen die Körnung gröber sei, was sich aber nicht auf die Qualität der Erde auswirke. Und was ist mit Spezialerden? Brauche ich die überhaupt? Ja, sagt Volker Kugel. Heide- und Moorbeetpflanzen wie Rhododendren, Azaleen und Kamelien brauchen spezielle saure Moorbeeterde. Viele Hobbygärtner greifen dazu Torf. Aber auch hier gibt es klimafreundliche Alternativen. Spezialerden für Rosen, Geranien, Zitrusfrüchte oder auch Tomaten braucht man dagegen nicht unbedingt. Übrigens, für einen Balkonkasten von 80 cm benötigt man ungefähr 25 Liter Erde. Und mit der richtigen Erde kann jetzt die Gartensaison frühlingshaft losgehen. Zur kompletten Sendung geht's übrigens hier. Und mehr Marktcheck-Videos bekommt ihr hier. Und wenn ihr Lust habt, unseren Kanal zu abonnieren, klickt einfach hier.